Hallo, mir stehen die Haare zu Berge, also zumindest hier vorne. Letzter Stream die Woche. Letzter Stream diese Woche. Ich müsste mich mal rasieren, so war ich heute auf Arbeit, es geht ja gar nicht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Erst in 5 Tagen der nächste Stream. Hallo Silenx. Haben Sie sich erschrocken? Das tut mir leid. Erst am 24.09. wieder streamen. Regen Sie sich nicht so auf darüber. Ich stream doch nächste Woche 3 Tage. In meine Urlaubswoche streame ich bestimmt 5 Mal die Woche oder so. Können Sie mir glauben? Ich würde niemals schwindeln. Ich weiche jeder Kugel aus. Ich bin Neo aus Matrix. Ich kann so in Bullet Time mich so dann so wegbewegen. Und dann fliegen die Kugeln so über mich weg. Oh, meine Lippe tut immer noch weh von dem Wespenstich. Ach ja, hier waren wir ja. Oh, beim Aufstehen mit der Wampe ein paar Sachen zur Seite gebounced. Das tut mir leid. Das wollte ich natürlich nicht. Dieses Bild, das ist von gestern, ne? Wieder eingestuhlt, scheiße. Ich glaub's nicht, das habe ich so gar nicht gesagt. Ich suche mir mit Absicht immer so, na, ich würde jetzt nicht sagen schwierig, aber problematische Bilder raus, damit ihr ein bisschen Material habt für die hundertprozentig echten, unbearbeiteten Bilder. Dass ihr immer nichts faken müsst. Ich helfe euch sozusagen. Früher habe ich immer die unvorteilhaften und unschönen Bilder rausgeblendet. Jetzt nehme ich sie manchmal mit Absicht rein. Wie finden Sie das? Kampf habe ich halt nix, ne? Das ist so krass. Aber dafür habe ich Handel auf Stufe 4 und überzeugen. Und Gewicht heben. Skill ausgereizt. Bin ein krasser Pro-Gamer. Alle Bilder sind true und real. Warum sind die Flaschen weg? Wie? Was denn für Flaschen? Ich habe nichts gelöscht, falls irgendwo ein Bild war. Falls irgendwo ein Picture war, ich habe es nicht entfernt. Du meinst dieses Bild mit den Flaschen, wo ich so völlig fertig aussehe und hinter mir die ganzen leeren Flaschen, die total echt aussehen? Damit habe ich nichts zu tun. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Gesucht, tot oder lebendig? Von wem denn? Wegen Entführung. Oh, das ist eine Kopfgeldmission.
Sorry, no solicitations, please. Not interested. Gib auf oder stirb, du entscheidest. I don't have time for this, quite frankly. Das war ganz einfach, du stellst dich. Damn it. I can't fight this, can I? No. Well, I surrender, I guess. I'd rather not die today. Kara Kamal, Sie sind verhaftet. Don't kill me. I've surrendered. Das war's schon. Wir gehen jetzt einfach weg und sie bleibt da. Wie man einfach eine gesuchte Person hier gefunden hat. Kopfgeld abgeschlossen. Und das ganz durch Zufall. Das ist doch bestimmt von den... Wie heißen sie denn? Die Tracker-Allianz, ne? Hier, Kopfgeldjagd. Erledigt. Krass. Wenn sie auf sie zu bedrohen... Ich habe sie nicht bedroht. Ich habe nur gesagt, sie wird gesucht wegen Entführung. Und dann hat sie gesagt, okay, okay, ich ergebe mich. Beim Trinken brennt die Lippe. Streamen Sie was sonst Essen hinzu. Na, ich streame doch. Was meinen Sie? Wovon reden Sie? Welcher Essenentzug? Aimpoint reached. Orbit stable. Lesen. Was anderes. Ich möchte aber nichts anderes streamen. Warum sollte ich dies tun? Ich fühle mich mit dem Spiel doch wohl. Aber ich fühle mich damit nicht wohl. Kühlschrank wieder wird beschlagnahmt. Nein, ich brauche meinen Kühlschrank. Ohne meinen Kühlschrank kann ich nicht leben. Da ist mein ganzes Futter drin. Ja, ich hatte überlegt, Starfield, nicht Starfield, hier alle Star Wars zu spielen, aber mir ist diese Woche mehr nach Starfield. Sie können ihre Fressreserve verbrauchen. Oh nein. Sind die Krepel? Hier ist das kaputte Schiff. Ja. Wieso schießt ihr auf uns? Wie viel kommen denn da noch? Not too late to run, Scab. Wurde ich gerade zerstört?
Ich glaub's ja nicht. Hallo Diatastisch, grüß dich. Hallo Matze, kaufen Sie eine bessere Brille? Nein. Wie stark sind die denn? Halt mal reparieren drücken sollen, ne? Ach so, hier. Boon. Hallo, mein Lieblingslügenbaron. Dein Schiff braucht Reparatur. Hallo, Herr Tarnis, die rattiger Mäuserich. Hallo, Velvet, grüß dich. Bastel gerade an meiner Chunks Spezialsoße. Ich bin sehr gespannt, wie die dann aussieht. Ich bin sehr gespannt, wie die dann aussieht. Diatastisch bastelt, glaube ich, gerade an einem Prop. Erwarte nie zu viel, bin ich so ein Profi, egal. Meine Spezialsoße on Stream produzieren. Du meinst, glaube ich, was anderes, so dreckiges Schwein. Silence. Herr Tarnis, gleiche Frage wie an Dobby. Skill wann? Schwierig. Schwierig. Also Skill baut sich ja eher ab als auch bei mir. Was willst du machen, ne?
vorbeigeflogen. Huiuiui. Das ging ja ab. Wir müssen Dobby vergessen, er ist tot. Ne, er ist nicht tot, er ist nur wieder in der Unendlichkeit von was weiß ich gefangen. Lang lebe die UC. So sieht's aus. Ja, ist halt. Es ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, grenzwertig, zweimal im Jahr schon die Biege zu machen. Ja. Also einmal im Jahr fand ich schon viel, aber jetzt auch ein zweites Mal schon nicht mehr greifbar zu sein, ist schon schade. Lang lebe Dino Nuggets. Dino Nuggets esse ich. Der neue Kuchen-TV hier. Du jetzt? Oder ich? Letztes Jahr war er auch 4 Monate wegverteilt, auch 2-mal. Echt? Ich dachte, das wäre nur einmal eine lange Abwesenheit gewesen. Credits. Schiffsteile. Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Alles. Ich wollte eigentlich nur was markieren. Credits. Danke. So ein Schiffsteil. So, jetzt müssen wir uns da bestimmt da unten durchkämpfen. F5. Einmal im Jahr 6 Monate. Naja, aber 2-mal im Jahr 6 Monate sind kritisch. Ist kritisch, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das kritisch. 22 war ja 5 Monate weg. Krass, und 23, wie viel? 4 Monate. Nettes Schiff, das ist ein gefundenes Schiff von so einer Space Batman Variante, würde ich fast sagen. This location seems full of life. We should name it after you. Aber du kennst das ja, oder? Also every other location in the galaxy. Ist jetzt nicht das Beste oder Krasseste, aber ich mag's. 21 war sogar 8 Monate weg. Wahnsinn. Und trotzdem so erfolgreich. Stellt euch mal vor, wie erfolgreich er sein könnte, wenn er da wäre. Alles zugewachsen hier. Für deine Verhältnisse ganz hübsch. Ich habe halt noch nichts selbst gebaut. Das ist alles gebraucht, was ich habe. Alles used. Erkunden Sie mal schön die JPEGs im Weltraum. Jetzt sei doch nicht so. Das sind keine JPEGs. 21 war 8 Monate weg. Sehr nachhaltig. Ja. Würde ich auch sagen, nämlich. Nachhaltig. Wiederverwertung. Oh. This is Paxton Hall, commanding officer of the first. Marshal Blake must be getting desperate sending a lone deputy out here. But I'll give credit where it's due. You're a hell of a pilot. If you came here seeking justice, it's waiting for you inside. Uh-oh. Die bedrohen mich. Freestar. Ach so, ja. Mhm. Dieses Grundstück ist Eigentum der UC. Nee.
Ich mach doch die Weltraum-Cowboy-Quest-Reihe. Twitch-Tracker. Thanos hat einen perfekten Teppich, nicht so wie Tobis Flickenteppich. Ach so, die Streams, die ich gemacht habe, fast 8 Jahre oder so, bin ich jetzt am Stream. Und es gibt hier und da mal so kleine Lücken, so ist es nicht. Aber im Großen und Ganzen kann man aus den letzten Wochen, Monaten und Jahren erkennen, dass ich doch recht regelmäßig und eigentlich ständig am Stream bin. Auch wenn manchmal so kleine Löcher drin sind. Was war der krasseste Stream? Ich glaube, irgendein Fortnite-Stream. Wo die Leute sich weggelacht haben, dass ich keinen Skill habe. Ich weiß nicht, der am meisten leuchtet. Also am 9. Dezember 2017 hatte ich 100... hatte ich 30 Viewer und 2 Follower. Das war schon krass, 6 Stunden. Ich glaube, die hellsten Dinger sind immer... 136 Viewer am 18. Januar 19. Da habe ich Fortnite gespielt, da habe ich irgendwie einen großen Raid bekommen. Na. Mit so vielen Leuten kann ich nicht umgehen. Das ist zu krass. It's zu krass. Trailjumper Streams. Der hat auch einen ganz schönen krassen Teppich, ne? Der hat manchmal wochenlang 7 Tage gestreamt. Und die Löcher sind, wenn er krank war. Ah, der ist auch immer da, der Enno, ne? Wahnsinn. Enno hat abgebaut, ne? Der hat aktuell ein bisschen reduziert, das stimmt, ja. Sind hier so Kampfroboter? Oh oh. Damn Paparazzi! Komm nicht raus, ihr Schweine. Hier, Juli 23, jeden Tag gestreamt. Finden Sie das krankhaft? Ach wo, das kann man auch mal machen. Ich meine den für dich am profitabelsten. Ja, ist die Frage, was nennt man profitabel? Wichtig ist für mich, dass Icke und auch die Zuschauenden eine schöne Zeit haben. Wie er hier Dauerfeuer macht. Wo springt er denn hin? Herr Assi. Du hast meine Nachricht missverstanden. Erkläre sie. Ich meine für dich am schönsten, nicht am profitabelsten. Ach so. Ich weiß nicht. Eigentlich sind alle Streams schön. Was mich sehr anstrengt, sind die 12-Stunden-Streams immer zum Jahresende hin. Die ich ja auch nur, wie soll ich sagen, aus einer Bewusstseinspflicht herausmache und nicht, weil ich Bock drauf habe. Er schickt Donations zurück. Ja, manchmal. Also sagen wir mal so, es gibt eigentlich kaum Streams, wo ich sagen würde, die sind nicht schön. Hier und da, wo es vielleicht mal ein bisschen im Karton rappelt, da schon, aber ansonsten würde ich sagen, macht mir das eigentlich immer Spaß.
Und ja, ich schicke Donations zurück. Ich nehme nichts an und 0 Euro stimmt ja nicht. Es gibt ja Subs und ab und zu auch mal so Bits. Von daher. Ne? Handy. Daher bitte nur Sachwaren verschicken, die muss er annehmen. Ja, so Rosenkohl. Säckeweise Rosenkohl oder so. Wo ist denn der hin? Da unten. Wo rennt der denn hin? Ah, da. Oh, vielleicht hätte ich die ganze Zeit schon mal nachladen sollen. Ich glaube, der Fan hat alle gemacht und ich habe eine erwischt. Eine Person. So viel Blut. Ich fühle mich nicht gut dabei. Ganz schön raue Methoden, die das Freestar Collective hier anwendet. Muss man mal so sagen, ne? Das ist schon nicht ohne. Aber diese Kampfroboter hier sind ja wohl mal der Hammer. Lauf doch nicht in den Schuss, du Eumel! Wie viele Adventskalender werden Sie dieses Jahr haben? Ein oder zwei. Rosenkohlauflauf. Schöne Idee. Es liegt schon alles bereit für Kürbissuppe. Ich wollte ja eigentlich am Montag Kürbissuppe kochen. Aber dann hat meine Mama gesagt, für mich musst du keine machen. Die mag das, glaube ich, nicht so. Und dann habe ich natürlich keine gekocht, aber die Zutaten liegen da. Das heißt, ich werde jetzt die Kürbissuppe heute machen. Aber Rosenkohlzeit ist ja auch wieder. Ich muss auch mal wieder Rosenkohl futtern. Hatte gerade Kürbissuppe zum Orbend. Zum Orbend hast du das gegessen? I'm a man of action. I've got no use for lies. So when I tell you that you're being manipulated, you know I'm telling the truth. You think the Council of Governors really cares about anything but themselves? They're greedy and corrupt. You're a tool in the hands of the unworthy, just like I once was. I was loyal. I followed orders, and I led good men and women to their deaths. I'll carry the stain of that dishonor to my grave. Irgendwie sagt jetzt schon der Zweite, dass das Council dem nicht zu trauen ist. Da waren Gnocchi drin. Gnocchi und Kürbissuppe. Kürbis-Gnocchi sozusagen dann. Das klingt gut. Was ist denn das für eine krasse Waffe? Ich bin mal gespannt, was ich über die First noch herausfinde. I heard something. Or perhaps I'm hearing things. The bad guys are back. Wie er die wegrasiert. Oh, da ist was explodiert. Level up. Tatsächlich. Ich habe ein Level up. Oh. Level up. Zeig ich da oben mal, wie viel Schuss der hat? Ich geb nicht auf. Du solltest aufgeben.
Käse und Trauben. Lecker. Mitteilung an das Personal, Doppelschichten. An alle. Ab jetzt werden wir Doppelschichten schieben. Die Pat-Situation auf Nira zu beenden ist kriegsentscheidend und das schaffen wir nur mit unseren Mechs. Die haben echt die Kampfroboter hier gebaut, ne? Ich weiß, ihr schuftet bereits. Ohne uns wäre der Krieg schon verloren. Ihr haltet uns aufrecht, weshalb ich ungern mehr von euch verlange. Oder doch die Zukunft des Freestar Collective könnte davon abhängen. Ob ihr der Herausforderung gerecht werdet. Wir sollten alle in uns gehen und an unsere Familie denken, die wir beschützen, indem wir diese kriegsentscheidenden Waffen bauen. Mein Leben Chunk um Chunk. Uns gesehen. Ach, hier sind die Scheiben raus. Deswegen treffen die mich. Glaub's ja wohl nicht. Erstmal Spaghetti essen. Passt nicht. Es passt nicht, verdammte Hacke. Ich werd verrückt hier. Schlechte Witze, schlechte Leute. Boah, wie der abgeht. Mit nur einer Kugel. Oder sind es die anderen? Die Entfernung bringt die Waffe weg. Haben die hier so ein Mac? Ich hoffe mal nicht.
Der ist hier runtergegangen schon. Rotwein. Super, habe ich erstmal so reingeschüttet. Ah, da. Zigaretten. Ich sitze die ganze Zeit auf der falschen Seite. Tanis, dir fehlt das Zielwasser. Trink einen Whisky. Hallo Tom, grüß dich. Gegen die helfen Energiewaffen. Also gegen Robos. Okay, okay. Wenn ich einen Roboter treffe, werde ich mal versuchen, mit einer Energiewaffe drauf zu ballern. Dann mache ich das. Oh, wieder Wein. Schießt mit Raketen. Silence, was das? Sowas lässt du in Zukunft bei jedem Streamer sein. Was ist denn los, Enno? Weil er jetzt deine Streamzeit. Wir waren bei Tobi, dass er gar nicht streamt, dann hat er meins geteilt und dann deins. Oh, Enno ist auf 180, glaube ich. Oha.
Aktuellen Nutzer schützen und dann aktivieren. Wer. Oh, jetzt ist er richtig wütend, jetzt vertippt er sich. Ich hab da jetzt nicht so das Problem mit, aber gut. Ja, dann wo ist der denn, der Enemy? Lauf mal in seine Richtung, ah da. Oh, der Fang. Robo, du sollst jetzt den Enemy angreifen. Oh, irgendwas strahlt hier. Ist nicht so gut. Ah, da. Ah, er ist tot. Ich habe XP bekommen zumindest. Hier schleicht noch einer rum. Schönen guten Tag. Hier ist nichts drin im Waffenkoffer. Wie ist es möglich? Ja, räum die mal hier weg. Die liegen so komisch hier rum. Ach, ein Turret! Oh, gleich mehrere. Ich schäme mich ja auch ein bisschen dafür, was ich hier gerade tue. Aber nur ein bisschen. Ah,
Item erhalten. Hals. Den nehme ich. Nach dem Essen erstmal Fortnite. Jo, viel Spaß euch dann. Ich mache jetzt bis 19 Uhr und dann gehe ich auf die Couch, gucke ein bisschen Serien und schäle, schnibbel und so weiter die Zutaten für eine Kürbissuppe. Oh. That's the plan. Das mit der Lupe würde ich mitnehmen. Ja, ich habe mir mal Sachen markiert, aber ich mache mal momentan eh kein Crafting, von daher lasse ich die Sachen liegen. Ich mache Quest. Hallo Sebastian, grüß dich. Wie gesagt, ich habe mir das mal markiert, aber ach. Wenn ich jetzt auch noch Crafting anfange und Base Building, womit ich ja die ersten 100 Stunden sozusagen verbracht habe, da wäre ich ja nie fertig mit dem Spiel hier. Niemals nicht fertig. Wie geht's dir, Sebastian? Hattest du einen angenehmen Tag? Ach wo, ich stelle mir das schon irgendwie her oder sammle das irgendwie. The First Cavalry was the greatest fighting force the Freestar Collective has ever seen. At the Battle of Nera, the First Cavalry was destroyed. Why? Because the generals got scared and asked for truth. I've got no sympathy for cowards or for the people who put them in power. I've also got no sympathy for those who do their bidding. And this means you. Warum hast du keine Sympathie mit mir? Vielleicht können wir darüber noch reden. Ich weiß es nicht. Fürchte aber nicht. Mitteilung an das Personal, Abschaltung. Sicher habt ihr schon von den Bedingungen des Sperrvertrags gehört. Aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass sie stimmen. Mechs werden verboten, alle Einheiten stillgelegt und es werden keine neuen gebaut. Unser Werk hier ist getan. Jetzt sollte jeder von uns den Blick nach vorne richten. Über eure Entlohnung und weitere Zuwendung erfahrt ihr bald mehr. Fürs Erste will ich nur sagen, dass es ein Vergnügen war, mit euch allen zu arbeiten. Ich bin verdammt stolz auf das, was wir hier erreicht haben. Diese UC-Frischlinge dachten, sie würden uns niedertrampeln, doch unsere Mechs waren zu viel für sie. Und das alles nur dank euch. Habe den ganzen Tag Jobs gesucht und habe eine einzige Antwort erhalten. Da soll ich morgen anrufen. Dann gutes Gelingen morgen bei dem ersten Telefonat. Hast du das Internet durchforstet? Nehme ich mal an, ne? I want to talk. Oh! Wie sie da sitzen und sich weglachen. Die rennen weg. Denn hin in eine ganz andere Richtung, oder?
I want to talk. Ach, Basti, ich einen Transporter aktivieren, wenn's ginge. Unten schon wärst du bei uns. Ich spiele ja auch noch Call of Duty, ja. Ich drück die Daumen. Ich drück dir die Daumen, das wird schon klappen. Hallo. Hier sind ja so Würmer. Raupen. Räublings. Räuberraupen. Ich sag's euch. Raubräuber. Wieso sind die ganzen Roboter kaputt? Also gut, dass sie mich nicht angreifen, aber ich kann sie auch nicht für mich einsetzen. Enno ist ein kleiner Pimmelberger. Enno ist ganz schön Sandpapier heute, oder? Muss halt doch mit YouTube anfangen. Nee, ich glaub nicht. Ach du, ich dachte, du meinst mich. Ja, mach das mal. Stream doch mal. Na, irgendjemand hat gepetzt oder hat gelurkt. Aber als Petze müsstest du ja wissen, dass es durchaus Leute gibt, die andere petzen. Verpetzen. Kommt vor. Schwerelosdraht. Schieb den dir sonst wohin. Ich will eigentlich keinen Ärger. Eigentlich. Schönen Rücken. Aber die fangen immer wieder an. Die sollen doch einfach mal sagen, Frieden. Aber nee. Immer weiter draufkloppen. Ergebt euch. Mit einer Schrot sucht man ja nie Ärger. Nee, ist nur zum Drohen. Das ist nur zum Drohen. Zeig Ärger. Frieden. Ein echter Alpha Kevin oder Rezo reacted werden, dann ist man Fame. Ach Mensch. Ich bin so froh, wenn Wochenende ist. Also die letzten Wochen waren echt anstrengend. Ich sag mal anstrengend. Das war ganz schön. Oh, anstrengend. Eins, zwei, drei, vier. Vier.
Herr Tarnes, was geht am Wochenende? Am Wochenende kriege ich Besuch, Velvet. Morgen schon, bis Sonntag. Wir gehen ins Kino und wir gehen Burger essen und wir gehen auf ein Klavierkonzert in einer Kirche und hören uns Gaming-Musik an. Wir gucken Film, ja, also chillen, ohne Stream, Off-Stream. Es gibt ja schon genug Horrorfilme. Was ist denn das für eine Drohung, Enno? Das klingt ja nach Rape. Das geht gar nicht. Überlegen Sie mal hier, wie Sie schreiben. Sie lassen sich von einem Krepel zu einem Krepel machen. Einnorden. Gut, aber trotzdem, das geht so nicht. Sounds good. Kulturelles Wochenende. Wir gucken uns den Beetlejuice-Film an. Und ja, wie gesagt, dann ein bisschen Kultur. Ja, was soll ich denn denken? Du läufst danach komisch. Ey, nur mal ganz ehrlich, also das wird ja nicht von der Nackenklatsche kommen. Mann, Mann, Mann. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt müssen wir mal kurz kicken. Da muss ich meinen Silings mal in Schutz nehmen. Das geht so nicht. Wir haben nur einen davon. Scheiße. Genauso wie Enno möchte, dass sich Leute nicht über ihn äußern in anderen Chats, möchte ich, dass sich alle ein Stück weit in meinem Stream benehmen, in meinem Chat. Egal ob Streamer oder nicht Streamer. Egal wie rüpelig, seid nett zueinander. Er will doch nur den Kühlschrank leer essen. Ich? Ja. Nee. Dafür kenne ich Enno schon gut genug, Sebastian. Der meinte ganz genau eine Sache. Guck dir mal seine Streams an. Da ist jedes zweite Wort Sex, Sex, Sex. Der ist nur am, wie war das Wort? Kokettieren. Kokettieren hier, Kock von, ne? Du weißt schon. Und da wird das ja jetzt wohl kein Besen gewesen sein, was er gemeint hat. Das nehme ich ihm nicht ab. Dann kann man auch den nehmen. Und noch einen Einer verwenden. Jetzt ist die Frage, haben wir sowas? Müssen wir wieder einen Einer nehmen? So. Und so. Endlich! Ist halt ein Flittchen. Kriegsführungstechnik. Nehmen wir mal mit. Reliant-Uniform. Wie sieht das denn aus? Wie eine Arztuniform. Nehme ich mal mit. Ja. Ich wollte keinen Ärger, aber ihr habt angefangen. Kommen wir hierher? Ja, ne? An dieser Kiste war... okay. Schwere Lust dran. Herr Tarnes, wann haben Sie Geburtstag? Im September. Ich bin eine Waage. In 9 Tagen. Das drehe ich auch nicht an den Wochenende. Da bin ich schön bei der Family. Ach,
Stimmt, den haben wir ja in den Rücken geschossen. Da ist der Gegner. Oh, oh. Wird er 50? Nein, 46, aber nah an 50 dran. Hallo TK, grüß dich. Herr B. hat next week Birthday. Na, zum Glück keine Jungfrau. Nee. 78, 1978 bin ich geboren. Das klingt schon wie ein halbes Jahrhundert. Ist es auch. Let's go. No. Why? Motherfuckers. Ich meine, ich brenne. Warum? Why am I burning? Irgendwas ist explodiert. Dann ist die Jungfrau wie Dobi. Nee, nicht ganz. Meine Waffe löst immer noch Schaden aus, obwohl ich gar nicht mehr schieße. Was soll das? Oh, ich laufe schon wieder durch. Ach, das, der hat irgendwie Brandmunition. Kann das sein? Hallo? Hallo? Da oben ist noch einer. Wir müssen wieder einen Roboter rausholen. Feind-Feind-Kennung. Aktualisieren. Aktuelle Nutzer schützen, ja. Lauf los! Robby Rob. Be advised that this is now a combat zone. Be advised that this is now a combat zone. Sehr gut. Oh, Raketenwerfer schon wieder, oder? This is real! I am taking damage. Damage registered. Shotgun als Pistole, wie es scheint. Wo will denn der hin? Ich bin ja noch nicht fertig. Oh. Catastrophic damage. Das klingt nicht gut. Catastrophic damage klingt wie kaputt. Catastrophic damage. Einer aus den 70ern und er zockt. Das passt aber nicht in die Gamer-Schublade. Auf dem Handy zuschauen ist aber auch eine Erfahrung. Bin den PC gewohnt. Ja. Eine Pissgun oder Schotole. Ah. Pistole, Shotgun, Schotole. Ja. Autonietenpistole. Auch nicht schlecht, ne? Milch. Und Linsen. Oh!
hier uns umkreist? Hier waren wir doch vorhin schon mal, oder? Raketenwerfer Klaus, wo bist denn du? Ah, da unten. Schluss jetzt. Granate. So viele Leute. Alle so aggressiv. Musste den Mac verkaufen und auf dem Fernseher kann ich nicht chatten. Ja, stimmt, das ist umständlich. Aber du kannst auf dem Fernseher gucken und auf dem Handy chatten. Das wäre ja eine Option. Ist der schon down? Einen Schuss habe ich noch. Oh! Oh! Dann ist der alte Sniper. Naja, geht so. Oh. Aufladen hier. Der schmeißt schon wieder Granaten. Ah, da ist ein Geschütz. Noch jemand. Ah, hier. Das waren alle. Der Fan steht wieder auf. Huiuiui. Was für ein Gemetzel. Hier sind noch die Beine vom Kampfroboter. Ich hätte gern so einen Kampfroboter. Mit dem würde ich dann so hier durch die Anlage laufen und alle zertreten. Credits, okay. Ja, krass. Die waren gut bewaffnet. Und es waren halt viele, ne? Du hast von allen Seiten auf den Sack gekriegt. Unerhört.
nicht noch jemand weggeballert? Ein Bohrgerät. Roboter. Vielleicht haben wir den noch vorhin schon gesehen. Das weiß ich nicht. So, bevor wir hier weitergehen, verstecke ich mich hier oben und gehe mal kurz pieseln. Ich bin in unter einer Minute wieder da. As the hero of Vectera, you need your own comic book, your own cartoon, your own theme song. We have got to make this happen. Ja, der Unsichtbare. So sieht's nämlich aus. So, da bin ich wieder. Hallo Hendrik! Schon wieder auf Klo, der Opa. Das erste Mal im Stream heute. Aber ich habe auch erst 17 Uhr angefangen. You come here seeking justice? Well, what about justice for my soldiers? Minutes away, minutes from winning the battle and the war. When the ceasefire order came down, now there's a debt of honor. And the people who betrayed us, the people of the Free Star Collective, are going to pay. Huh. Ist also ein Rachefeldzug. Soldaten der Fürst, es ist an der Zeit. Ich hab dich jetzt auf dem Fernseher an. Man kann einfach mit dem Handy chatten. Ja, du kannst auf dem Handy, glaube ich, sogar das Bild ausblenden und nur chatten. Und dann hast du das sozusagen als Eingabegerät, was sich vielleicht ein bisschen besser gestaltet. Apropos Stream, Unterbuchsencheck erforderlich, erfolgreich abgeschlossen? Ja. Immer. Immer. Soeben habe ich erfahren, dass die Freestar Ranger von unserer Operation wissen. Früher oder später werden sie uns hier finden. Ab jetzt werden wir im Orbit regelmäßige Kampfpatrouillen fliegen. Unsere Piloten werden jederzeit bereit sein und beim ersten Anzeichen
beizuspringen. Das haben wir gemerkt, ja. Vermutlich kennt ihr die Geschichte über die noblen Freestyle Ranger und all ihre guten Taten. Denkt daran, dass es sich trotzdem nur um Marionetten eines feigen und korrupten Systems handelt, das es auf uns abgesehen hat. Die kommen nicht zum Reden. Ich weiß, dass ihr alle bereit für das Nötige seid, wenn es soweit ist. Ich würde wirklich gerne reden. Ist nicht gelogen. Oh, witzige Würmer. Hm. Immer in die Buchse gucken, bevor sonst wird die Buchse heftig jucken. Das stimmt. Muss man aufpassen. Oh, hier ist das Lager von denen. Ammunition and Grenades. And Rucksäcke. And Weapons. Shotty. So eine Mini-Shotgun. Waffenstände. Ach, die muss man als Experte entsperren. Glaube ich's noch. Profi. Einfach nur Profi. Schalldämpfer-Schotti. Eine schallgedämpfte Shotgun. Komisch. Das geht doch gar nicht. Eine Shotgun zu schalldämpfen. Wie soll das denn gehen? Herr Tarnes, was ist Ihr Lieblingsessen? Ganz spontan. Spargel, Kartoffel und Schnitzel. Was ich auch ganz gerne esse, ist eine lecker Spaghetti Bolognese. Und ansonsten im Herbst gerne Kürbissuppe. Und ich mag auch hier so Furzebeschleuniger. Hier Rosenkohl. Ich mache mich jetzt auf nach Hause. Einen wunderschönen Feierabend, Hendrik. Danke fürs Reinschauen. Komm gut nach Hause. Ich schätze mal, wenn du heute nach Hause kommst, werde ich schon offline sein. Also so in einer halben Stunde machen wir Feierabend. Solide Gerichte, ja, kann man so sagen. Kürbissuppe ist toll, ja. Kartoffelsuppe mit Würstchen. Rini schnippelt auch schön. Auch schön. Heiliger Boden. Soldaten der Fürst, vor 20 Jahren kam ich in diese Fabrik und durfte mit eigenen Augen erleben, mit welchem stolzen Einsatz die Männer und Frauen hier die größten Kriegswaffen aller Zeiten anfertigten, die Mechs. Als die korrupten Anführer des Freestar Collective feige zu den Bedingungen der United Colonies kapitulierten und die Produktion der Mechs einstellten, nahmen sie unserer Armee ihr Herz und ihre Seele. Unsere Mechs waren mehr als Maschinen. Es waren Waffengefährten. Ihr alle sollt wissen, dass ihr auf geheiligtem Boden steht. Hier war ein Wunder am Werk. Darum behandeln wir diese Fabrik mit dem angemessenen Respekt. Falls irgendjemand auch nur einen Zentimeter dieser heiligen Kriegsschmiede entstellt oder sonst wie beschädigt, wird das Folgen haben.
Würstchensuppe mit Kartoffeln. Also Würstchen püriert und dann die Kartoffeln stückig da drin. Müssten wir mal ausprobieren. Schmeckt bestimmt auch ganz gut. Würstchensuppe. Can we please talk? Please. Anscheinend nicht. Leer. Viel zu lange für einen Gegner gebraucht. Räucherlachsfilet. Was habe ich gedrückt? Wieso bin ich jetzt ein Schiff drauf? Oh, der ist nur sozusagen gedownt. Kann man uns überlegen, was wir mit dem machen. Your boss is down. Give up. Give the fuck up. Paxton. Ja, mal gucken.
gucken. Eigentlich könnte man mit dem jetzt... Der ist ja schwer verwundet, liegt der da oben. Reden wir mit ihm. Waffe weg. Es gibt ja in dem Spiel, habe ich glaube ich mal bei Diatastisch gesehen, auch nicht tödliche Waffen. Also man könnte durchaus auch alle nur stunnen. Aber irgendwie habe ich die noch nicht gefunden. Ich dachte, das wäre Star Wars, aber scheint doch Call of Duty zu sein. Ja. Call of Duty. Spielen wir hier. Ja, ist ganz schön viel Geballer, aber ich weiß gar nicht. Bestimmt kann man die Quest auch irgendwie anders vorantreiben. Ich habe ja jetzt hier als Freestar Ranger gegen die First Söldnergruppe gekämpft. Ein Stück weit vom Hintergrund kann man ja verstehen, warum die so sind, wie sie sind, ne? Die haben sich halt verraten gefühlt. Die Freestar... Das Freestar Collective hat anscheinend kleinen Bei gegen die UC gegeben. Und hier in der Station haben die ja, in der Werkstatt haben die Roboter gebaut. Und dann mussten die das aufgeben und sich ergeben und das wollten die nicht. Tür verriegelt. Und das tragen die denen jetzt wahrscheinlich immer noch nach, schätze ich mal. Ein ewiger Grutsch, you know. Regulator. Ein ewiger Grutsch. So, wir müssen jetzt mit ihm reden, aber erstmal loote ich hier alles. Urban Eagle. Das ist halt ein besonderer Helm, ein epischer Helm. Sich natürlich mitnehmen. Und Essen und Trinken geht auch immer mit. Wie sieht's inventartechnisch aus? Oh, geht noch. Das geht ja noch. Ah, hier, Dietrich. Lehrling. Na, das sollte ja nicht so schwer sein. Drüben ist wieder Bambule. Bam, 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 Bambule. Kann ich schon wieder Türen? Komm gleich rüber. Gesagt, das wäre Lehrling. Ah. Credits, Traumapack und noch eine Shoddy. Bip, bip. Es tut mir wirklich leid, dass das so enden muss. Sie sind alle besiegt. Alle. Captain's Log. 5% mehr Schaden bei Robotern. All your friends are... or colleagues are... besiegt. I'm sorry. I'm feeling bad now. Ich glaube, ich werde alt. Wem sagst du das? Ich bin alt. Fällt immer mal wieder auf hier und da. So, let's talk. I can't believe it. You just took on some of the best mercenaries in the Freestar Collective and cut right through them.
If we'd have had more like you in the war, we could have planted our flag in New Atlantis. Ich wollte niemanden verletzen, musste mich aber verteidigen. You fought because you had to. And you fought well. Don't apologize for that. More importantly, you survived. Most soldiers don't. I know, because I'm the one who led them to their death. You don't know what it's like to look around and see the faces of warriors who trusted you to lead them as they die screaming. I watch brave men and women torn limb from limb by monsters. I saw mech pilots cooked alive in their cockpits as their machines burned. Those deaths didn't have to be meaningless, but spineless leaders gave up on us even when victory was within our grasp. Wer hat die First angeheuert, Ackerland zu stehlen und warum? You really want to know? Because you might not like the answer. Last chance, deputy. You can walk away right now and remain blissfully ignorant, thinking you fight for a noble cause. But if you still want the truth, yeah. I'll shatter that illusion for you right now. Na dann mach. Woher weiß ich, dass du auch die Wahrheit sagst? Because I can prove it. You'll see. Okay. We'll see about that. Not long after I started the First, I was contacted by a man who said he represented someone wealthy and influential. I refused to work for a shadow client, so we agreed to set up a meeting. Imagine my surprise when Ron Hope showed up. He offered me a lucrative contract to take possession of certain farms throughout Freestar space. Was waren den Farmen so besonders? All I know is that after we cleared the place out, Hope was sending in some kind of machinery. Our job was to make sure nobody saw the operation. Was hat das gestohlene Hope-Tech-Schiff mit der ganzen Sache zu tun? To keep the Rangers off the scent. Hope wanted to hit a lot of places quickly and finish whatever he was doing before word spread. We needed another ship to meet his timetable. So he gave us the intel necessary to steal one from his factory. It also let him play the victim and keep suspicion to a minimum. Und du hast den Auftrag angenommen. Sure I did. The money was good, but the payback was the real reward. If I could avenge my men, make some credits and eventually a member of the council, well, that, my friend, is my definition of justice. War es das wert, Hull? Denkst du wirklich, du hast was erreicht? You think I've lost? Is that it? I haven't lost. You go find Ron Hope and tell him what I've told you. Das mache ich. Then you can deal out whatever justice you see fit. Das mache ich. Ich rede mit. You do your job. Mit Hope. And I get one last piece of vengeance against the council. I'm gonna make this easy for you, deputy. I'm gonna die the way I lived. Weapon in hand, no compromise, no fear. But first, here, take this. Use it to cut out the weakness rotting at the heart of the Freestar Collective.
when the next war comes. And it will come. The Collective needs to be strong. Now my unit's waiting for me. And I'm gonna report for duty one. Last time. Goodbye, Deputy. Ich wollte ihn festnehmen. Ich wollte den festnehmen. Aber er wollte auch nicht mehr leben, glaube ich. Oh oh. Yes, Infallible. Let me know if you want to talk some more. Die Abrechnung. Begib dich nach Hopetown. Meine Untersuchung der Aktivitäten der Söldnertruppe, die sich die Fürst nennt, hat mich zu Ron Hope, dem Gründer von Hopetech, geführt. Der Anführer der Fürst, Major Paxton Hall, hatte Beweise, die zeigten, dass die Fürst von Hope angeheuert wurde, um Farmland in Besitz zu nehmen. Es wird Zeit, Rons Pläne zu erfahren und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Uiuiui, sag ich da nur. Uiuiui. Ja, wie gesagt, bis 19 Uhr, dann mache ich mir noch eine Schnitte. Und dann geht's auf die Couch. Und dann schnippel ich Kartoffeln und Möhren und Zwiebeln, alles mögliche klein. Und dann zerkoche ich das zu einer leckeren Kürbissuppe, die ich dann in den nächsten Tagen essen werde. Krass. Ha, hätte man das vorher gewusst, hätte man wahrscheinlich anders reagiert. Und sich nicht durch alle durchgemäht. Sorry. War ein Missverständnis. Das wollte ich echt nicht. Bist du am Boden gestackt. Krass, krass, krass. Aber war schon ein heftiger Kampf. Also da kam einiges an Firepower auf uns herniedergeregnet. Kann man den einsperren? Wie geht's dir, Schatz? Du brennst. Alles gut, ne? Ist die Frage, ob man den eindingsen kann, einkassieren und dann in den Knast stecken. Aber ist ja auch kein Leben. Heute bis 22 Uhr. No. No. Inferno-Mine. Nee, nee. Heute nicht so lange. 19 Uhr. Wie läuft's in WoW eigentlich? Herr Silenx, Sie spielen das doch. Noch sowas. Alles gut? Ja, oder? So, ja gut. Es tut mir echt leid, dass ich die alle vernichtet habe. Ich wollte das eigentlich nicht. Raus, bald tot. Aber du hast doch dieses Zwergen-Update so gefeiert, oder? Aber hast jetzt wahrscheinlich schon lange genug alles gespielt und alles entdeckt und alles erreicht, was geht, oder? We're locking into orbit now.
oder? Ein bisschen Energie auf den Gruff Drive. Piep, 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 piep. Gibt jetzt nur noch Raiden und Weekly, sonst nix. Ja gut. Dann hast du es echt schon alles. Dann wird's irgendwann fad, dann schmeckt der Kaugummi nicht mehr. Schätze ich mal. Und dann ist das vor Geschmack aus. Oh nein, ich habe Contraband dabei. Our scan detected contraband on board. Halt and prepare to be boarded. All illegal and stolen goods will be confiscated. Ich zahle die Strafe. Copy that. Stay on course while we escort you in. Scheiße. Ich habe ja bei den Söldnern Kontraband eingepackt. Ja. Schöne Scheiße. Ja, haben sie mich dran gekriegt. Wieder mal im Knast aufgewacht. Ist ja auch peinlich, ne? Ist schon peinlich. Bist Freestar Ranger und wirst ständig verknackt. Wegen irgendwelchen Lappalien. Yes? Irgendwelche Lappalien mal wieder. Sie, Assi, hören Sie auf zu stehlen. Das stand da rum, so ein Koffer voll mit... Diebesgut. Ja, so habe ich mir den Landeanflug gespart. Oh Mann. So, Mr. Hope. Beep, beep, beep. Hard to get better prices for a hauler. Wir müssen reden. Ist der hier in der Fabrikhalle? Scheint für Sonne. Wieder mal im Knast aufgewacht. Man kennt es, ja. Man fühlt sich gar nicht schuldig oder so, aber irgendwie sehen andere das anders. Ich weiß auch nicht, warum. So. That's very generous, Mr. Hope. It's well earned, Bert. We sent some ambitious quotas. And you met every one of them. Hey, Mr. Hope. Good to see you again. Well, I've just received a report from the Marshal about your progress. He said you had a promising lead on the mercenaries who stole my ship. I trust you're here with good news? Oh, ich habe etwas sehr Interessantes erfahren. Did you now? Well, don't keep me in suspense. Willst du mir jetzt vielleicht erzählen, warum du die Fürst angeheuert hast? No. And I don't care for the insinuation. Ach, Unterstellung. Es ist vorbei, Hope. Ich weiß, dass du die Fürst angeheuert hast. Well, that's one hell of an accusation, Deputy. Ich habe Beweise, dass du die Fürst angeheuert hast, um Farmen an dich zu nehmen. That two-faced bastard kept the slate. Oh, I suppose this is his revenge against the Council of Governors for what happened during the war. I'm impressed, Deputy. It's clear you have a bright future ahead of you. What's going on? What is this about, Mr. Hope? Nothing that concerns you, Birgit. Birgit. In fact, why don't you make yourself scarce? Scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. Ich will alle Details, bevor ich dich dafür festnagle. Rede endlich, du verräterischer Mistkerl. Du hattest sicher einen guten Grund für das Ganze. Of course. Of course. Allow me to explain, and
You'll see that I certainly did. Mm-hmm. The truth is, we've been falling behind the competition. Significantly so. We needed solutions. A few years ago, I began to diversify. We started to research chemicals, fuel, those sort of things. We developed an experimental fertilizer. Oh. And it failed utterly. It wiped out entire crops. I was prepared to write the whole thing off. When we made a discovery that changed everything. Turns out, our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. Mhm. Der Dünger hat Felder zerstört? Not all at once, of course. But we could never find anything that would grow in it. Eventually, everything we tried to plant failed and died. Du hast also ahnungslose Farmer dazu missbraucht, die Erde zu umzuwandeln? What? Mining is expensive, and so is the cost of raw materials. My mineral enriching fertilizer solves several problems at once. The farmers provide free manual labor, and once the land is ready, we move in to extract and process the soil. Wie kannst du das rechtfertigen? Look around you. Everyone in this building, in this town, is depending on me. I provide the jobs that put food on their tables, clothes on their backs, and roofs over their heads. The fact is, the business hasn't been doing well lately. Without drastic action, cuts would become unavoidable. These people work hard for me, and they trust me to do the same in return. I cannot. Will not let them down. Du hast die Fürst genutzt, um das Ackerland zu stehlen und die Operation geheim zu halten. I never intended for anyone to be hurt. Deswegen nehme ich Söldner. I told Hull to buy the land, not take it by force. Mm-hmm. Unfortunately, farmers can be stubborn folk. Ja. And I couldn't risk any witnesses. I can't believe what I'm hearing. How could you do something so, so awful to innocent people, to families? Not another word out of you, Birgit. I can take your job. Ich glaube, du bist nicht mehr in der Situation, irgendwas über irgendwelche Jobs zu entscheiden. In any case, I suppose the gig is up. I give you my word that I'll call off the operation and return the land to its rightful owner. Und was ist mit den Leuten, die deine Gauner getötet haben? You're right, of course. Something must be done. I'll set up a fund to handle funeral expenses and take care of any surviving family members. We'll do this the right way. I give you my word. Mit der Aktion ist es jetzt vorbei, das reicht nicht. Der muss eigentlich eingesperrt werden. Eigentlich muss der eingesperrt werden, würde ich mal sagen. Like I said, I give you my word. Besides, the work was just about done. With that resolved, let's talk about you. As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a substantial bonus. And of course, we'll both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. Nee. Kann man annehmen? Man kann ihn angreifen? Du wirst dich stellen und ich werde das dem Marshall alles erzählen. Willst du mich bestechen? Did I not make myself clear?
I'm offering you a reward for a job well done. Nothing more. And with that job so capably done, we'll consider the matter closed. I'll be needing that slate from Major. Ja, klar. Du wirst dich stellen. Well, let's not be too hasty, Deputy. There's something else you need to consider. Was denn? I'll do what's necessary to protect my company and my employees. If you tell anyone about this, you're risking their livelihoods. Hmm. Do you really want to put all these people out of work? Yeah. And make their families suffer? Yeah. So wie du diese Farmer hast leiden lassen? But on a much larger scale. Ja. Yes. Ich will nicht, dass irgendjemand leidet. Ich will Gerechtigkeit. Justice can be complicated, Deputy. Sometimes the cost of exacting justice is greater than the cost of doing nothing. I'll make myself very plain. I won't let you jeopardize my reputation, this company, or the people who work for me. If that means you suffer an unfortunate incident What? At the hands of my security personnel, so be it. I'm important. You're nothing. You're not actually threatening to attack a Freestar Ranger, are you? Mit Bestechung angreifen, wenn du nicht friedlich mitkommst, muss ich Gewalt anwenden. Um deine Mitarbeiter willen bewahre ich dein Geheimnis, aber dein Plan ist gestorben. Back to work. Tja. I'll do what's necessary to protect my company. If you tell, do you really? Gut. You take care now. Diesen Dialog führen wir beim nächsten Mal weiter. Enjoy your visit to Hope Tech. Wir werden beim nächsten Mal mit ihm klären, was wir machen. Ich denke, ich liefere ihn aus. Ich werde ihn auf jeden Fall ausliefern. Aber den Kampf, der daraus entbricht, den machen wir nächste Woche. Krass. Was für eine Zwickmühle. Man ist jetzt sozusagen, wenn wir den bloßstellen, dann ist die Firma im Eimer und die ganzen Leute, die für ihn arbeiten, auch. Aber will man eine Lüge mit einer Lüge schützen? Ich würde sagen, nein. Dann einen schönen Abend und bis demnächst. Sebastian, das wünsche ich dir auch. Komm gut durchs Wochenende. Viel Erfolg morgen bei dem Telefonat. Und wir sehen uns in dieser Form hier, in Streamform, am Dienstag wieder. Nächste Woche Dienstag geht's weiter. Wie gesagt, morgen, Samstag und Sonntag bin ich offstream unterwegs. Und am Montag ist Pen and Paper Rollenspiel und am Dienstag geht's dann weiter mit Starfield. Und dann werden wir mal mit Mr. Hope nochmal sprechen und schauen, wohin uns der Weg dann führt. Tschüss, Herr Tarnes. Tschüss, Velvet. Danke fürs Hiersein. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Herr Silings. Hören Sie auf zu stillen. Sie essen vor allen Dingen Eat Bean. Nein, ich esse keine Bohnen. Tschüss, Herr Sebastian. Tschüss, Herr Hagen. Haare, hallo. Dienstag, da bin ich grillen. Dann bis später mal. Ja, wir sehen uns schon irgendwie. Genau. Tschüss, Velvet. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Egal. Tschüss, der Herr Tastisch. Tschüss, Henrik. Tschüss, TK. Und tschüss, alle, die ich jetzt vielleicht vergessen habe. Schon off-way? Na, 2 Stunden. Mehr gibt's nicht mehr hier in dem Saftladen. Mehr schaffe ich nicht. Ich bin alt. Ich muss mich erholen. Bis bald, da, fantastisch. Viel Erfolg noch mit der Spezialsoße. Klingt jetzt anders, als es gemeint ist, ne?
Er lässt uns zappeln. Gar nicht. Gibt ja noch andere Streamende da draußen. Da müsste mal Enno ein bisschen auf die Ketten gehen am Wochenende. Der wird ja wohl streamen, oder? Konfirmandenblase, deswegen. Nein, noch 75.000 Punkte. Was ist denn dann? Großes Plüschtier? Enno ist schlecht gelaunt, ja, ja. Der ist ein bisschen ruppig drauf. Keine Ahnung. Wer weiß. Gut. Ah, dann hast du das große Plüschi. Sehr gut. Ja, die gehen ja nicht so gut weg. Von daher hast du gute Chancen, davon eins zu bekommen. Chromite Chicken. What? Weil sie so fucking teuer sind. Ja, gut. Oh, Velvet. What are you doing? An den Rumpelkammerfred. Sehr schön. Velvet, vielen lieben Dank für dein verschenktes Sub in die Community. Haben wir gar nicht verdient. Er ist ein schöner Name, ne? Der hat gestern und vorgestern auch schon hier geschrieben. Ich glaube, der spielt auch Starfield, aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Viel Spaß mit den Emotes, Herr Fred, und vielen lieben Dank, Velvet, für das verschenkte Sub in the Community. Also dann, schönen Abend noch, schönes Wochenende und bis in ein paar Tagen im Stream. Tschüssi, wo ist hier der Knopf da? Tschüssi.